Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video und zwar mit, wie versprochen, meine Jahresfavoriten 2000 und Horror 20. Piu, piu. Falls ihr euch wundert, was das ist, ich habe mich heute Nacht gekratzt im Schlaf. Ich bin auch davon wach geworden, weil es so weh getan hat. Ich weiß sogar noch, dass ich es so gemacht habe. Und dann bin ich aber wieder eingeschlafen. Und dann gucke ich morgens in den Spiegel und denke mir, Alter, was denn hier passiert? Vor allem, das ist nicht oberflächlich. Ich habe mir komplett das Ding weggefräst. Und dann habe ich schon unter meine Nägel geguckt, weil ich mir dachte, was ist da passiert? Das Stück fehlt komplett. Naja. Das ist ja ein richtiger Profiler. Ja, also ich habe eigentlich nicht so lange Nägel, wie ihr wisst. Kommen wir zu meinen Favoriten 2020. Übrigens, einer meiner absoluten Lieblingsformate. Ich habe mir gestern auf YouTube schon eine eigene Playlist erstellt mit allen Jahresfavoriten 2020, die ich gucken möchte. Ja, und dann musste ich mir natürlich Gedanken um meine machen. Und da habe ich festgestellt, dass ich 2020 durch den Umzug und das ganze Plan und das Label und so gar nicht mehr so viel ausprobiert habe. Also ich habe zwar immer bestellt, hat sich ja auch einiges gehäuft, aber ich kam gar nicht so zu diesem Testen und viel tragen und so. Aber ich habe mich durchaus echt viel geschminkt 2020. Ich habe jetzt aber natürlich nicht so krass viele neue Favoriten. Also einiges wiederholt sich tatsächlich. Ich hatte nämlich mein altes 2020 Video geguckt, das verlinke ich euch hier oben. Aber trotzdem sind ein paar Neuheiten da. Ich werde meine Favoriten schminken, weil das bei euch immer viel besser ankommt, als nur dieses Zeigen. Ja, Lidschattenprimer habe ich einen, aber das ist tatsächlich der auch von 19, wobei ich ihn 19 dann erst neu entdeckt habe. So sage ich das auch im Video. Und zwar ist der Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Den kennt ihr ja jetzt wirklich viel aus meinen Videos, weil das eigentlich zurzeit der Lidschattenprimer ist, den ich halt richtig gerne benutze. Zum einen ist der schön deckend und zum anderen mag ich die Farbe, also die Basefarbe, weil die sehr hell ist und dadurch kommen die Farben so schön raus. Der ist erstmal cremig, wie ihr sehen könnt. Der wird dann matt. Und der ist so ergiebig. Also ich habe das jetzt seit 2019 und da ist immer noch Produkt drin. Und wie oft ich das jetzt benutzt und gezeigt habe. Ich frage mich, ob ich es jemals schaffe, den aufzubrauchen. Lidschattenpaletten ist eigentlich, glaube ich, klar, sind meine Lidschattenpaletten. Ich habe die dieses Jahr im Februar gelauncht. Und ich habe in der ganzen Testphase, in der Entstehung und all dies, die Palette ja schon viel länger immer getestet und so. Aber 2020 ist das die einzige Palette, die ich benutzt habe, außer die, die ich halt in Videos gezeigt habe oder immer mal zu anderen Paletten hier und da in Farben gegriffen habe. Aber waren die Hattie de Schmidt Labs Paletten definitiv meine Favoriten. Das sind die, die ich jeden Tag benutze, wenn ich mich schminke. Die Day Palette ist euer Everyday Begleiter. Also nicht nur, ihr könnt damit halt auch krassere Looks schminken, aber hier habt ihr wirklich eure Basics, viele Farben für den Alltag. Aber ihr könnt zum Beispiel auch mit dem Blau auch im Alltag arbeiten oder mit dem Grün sowie auch zum Abend. Also ihr könnt damit aber auch verdunkeln. Und zum Beispiel mit Smile super Sommerfarbe, aber ihr könnt damit zum Beispiel auch die dunklen Farben ausblenden, so als Transition Color für so ein bisschen mehr Aufregung im Look. Genau, und dann habt ihr halt so eure Basics für überhaupt alles. Und dann haben wir natürlich die richtig künstlerische Holy Palette, die wirklich sehr, sehr viele verschiedene Texturen hat, krasse Farben. Und ja, das ist absolut mein Favorite. Also ja, ich liebe diese Palette über alles. Also alle beide, aber klar, so ihr wisst, dieses verrückte Farbe und so liebe ich einfach. Und das ist ja meine Traumpalette letztendlich. Ich fange mit der Holy Palette an und gehe in die Farbe Vino. Das ist so ein kühles Lila. Und das Lila presse ich mir hier an meinen äußeren Winkel so auf. Ich gehe mit der Farbe noch so ein bisschen fast in meinen Innenwinkel. Nicht ganz tief rein diesmal, sondern ich höre hier so ein bisschen auf, nicht ganz nach innen. Dann gehe ich in die Farbe Infernum. Das ist so ein schönes, tiefes Rot mit so, ich würde mal sagen, silbernem Schimmer drin. Und mit der Farbe blende ich jetzt Vinum aus. So, ich habe mir einen Q-Tip genommen, Make-up Entferner, einmal alles sauber gemacht und nochmal den Lidschatten Primer aufgetragen. Was ich dann mache, ist, ich nehme die Farbe Aequor. Das ist so ein, oh, das ist so schwer zu erklären. Das ist ein mattes Türkis, aber das hat so eine Ledertextur. Also das ist so ein bisschen crumbly. Schon die Oberfläche unterscheidet sich komplett von den anderen Lidschatten. Und das ist einer meiner absoluten Favorite-Formulierungen. Und ich hätte am liebsten eine Palette nur mit dieser Formulierung. Boah, das würde so bocken. Ja. Yeah. Ich nehme die Farbe mit dem Pinsel auf, mit dem ich auch meine Cut Crease gemacht habe. Und platziere das jetzt eigentlich überall dahin,
Oh Gott. Wo ich den Lidschatten Primer habe. Kurzer Disclaimer, wenn hier Produkte dabei sind, die ich davor mochte oder andersrum oder vor kurzem oder wie auch immer, das heißt nicht, dass ich die Produkte nicht mehr mag oder nicht mehr benutze, aber das sind dann die Produkte, zu denen ich wirklich sehr oft gegriffen habe, aber ich benutze trotzdem wirklich, also ich rotiere sowieso in meiner Make-up-Sammlung extrem viel rum und ja, deswegen, also wenn hier mein Primer nicht dabei ist, den ich aber sonst mag, also dann das nichts zu bedeuten. Ja, also primertechnisch habe ich nichts Neues. Ich habe immer noch meine Primer, die ich total gerne benutze. Ich habe eine ganz große Primer-Sammlung, weil ich das eigentlich ganz gerne mag. Aber etwas, was ich für mich 19 entdeckt habe, aber trotzdem voll gerne immer noch benutze und sehr oft, ist halt Dior Prestige Le Micro Huile de Rose. Dann on top den Capture Youth Plump Filler. Ich habe das immer noch von 2019 übrigens, ne? Und den Glow Booster. Genau. Oh, mein Glow-Booster sieht ein bisschen strange aus. Das ist die Kombination, die ich gerne unter Foundations trage. Das entspricht nicht meiner Hautpflegeroutine. Ich finde da halt so toll dran, also es gibt meiner Haut halt voll den frischen Kick so. Und alle Foundations danach haften besser. Also sieht halt alles viel frischer und so aus. So, dann nehme ich den Plump Filler. Ich nehme mal so eine Pipette. Und dann nehme ich, oh, ich glaube, der ist schlecht geworden. Da sind so Flocken drin, ne? Könnt ihr das sehen? Der ist jetzt auch schon echt alt, weil ich davon halt so wenig brauche. Also so ein, zwei Tropfen. Riecht noch gut. Ja, und das tupfe ich mir dann so auf die höchsten Stellen. Was Norman... Was Norman Pohl letztens bei mir neu benutzt hat, ist zum Beispiel dieses Capture Total Super Potent Serum. Das mag ich auch total gerne. Also mittlerweile mache ich so, dass ich das auftrage und das on top. Also ich switche halt voll oft, aber das ist so, wenn es schnell gehen muss und ich brauche eine Base, auf die ich mich verlassen kann, dann ist das so das Trio. Aber es gibt wirklich auch andere total tolle Primer. Zum Beispiel dieser Becker Primer hier, der First Light Priming Filter zum Beispiel. So, dann Foundation hat sich bei mir tatsächlich nicht viel geändert. Immer noch am meisten benutzt ist die Suku Extra Rich Glow Cream Foundation. Ich habe die Farbe 101 und es gibt ja eine neuere Variation davon, die nochmal reichhaltiger sein soll. Ich hatte dazu auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch die Suku Videos hier oben. Ja, das ist immer noch meine Number One Foundation. Die ist einfach so krank geil. Aber ich liebe auch die Foundation, die Giorgio Armani. Ich liebe Dior Foundations. Ich liebe, oh, es gibt so viele gute Foundations. Also ich habe eine geisteskranke Foundation-Sammlung. Für jede Möglichkeit, für jedes Ding habe ich, ich liebe Foundation. Aber das ist die, zu der ich wirklich immer gegriffen habe, weil ich weiß, das funktioniert und das sieht immer gut aus. Das ist immer noch mein erster Tiegel und der ist fast alle. Aber ich habe Backups. Weißt du Bescheid. Falls ihr nicht wisst, warum ich diese Foundation so liebe, die ist zum einen sehr reichhaltig, also sehr, sehr pflegend für meine trockene Haut. Und die hat auch immer so einen Glow mit drin. Also die spendet mir nicht nur Feuchtigkeit, die deckt nicht nur gut ab, sondern sie gibt mir auch noch Glow. Das heißt, ich sehe den ganzen Tag frisch aus. Und diese Kombination aus all dem und wie das auf meiner Haut sitzt, ohne das Gefühl zu haben, Foundation zu tragen, ist für mich halt einfach grandios. Also dieser Effekt, also alles stimmt hier für meine Bedürfnisse. Und ja, deswegen feiere ich die so. Überhaupt die Produkte, den Primer, den Concealer benutze ich alles immer noch. Die Blushes, die Lidschattenpaletten, die sind alle, also Suku ist schon eine tolle Brand. Ich meine, hallo, das ist so quick und so glowy und es ist wie eine zweite Haut, nur perfekt. Naja, okay. Concealer, da habe ich tatsächlich geswitcht. Kommt immer drauf an, was für einen Look ich geschminkt habe, wie ich mich gefühlt habe, war das Sommer oder nicht. Was ich gerne so, wenn es schnell gehen sollte, Alltags-Make-up, frische und nicht so viel Make-up, habe ich gern von Suku den Concealer genommen. Und zwar der Suku Radiant Cream Concealer. Das ist so einer, der ist halt super schön soft und so. Perfekt für den Alltag, finde ich. Und wenn ich so schönere Looks geschminkt habe, also wo ich einfach ein bisschen mehr Deckkraft wollte, ein bisschen mehr Glamour und so, dann habe ich den L'Oreal True Match genommen. Das ist immer noch mein erster. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte alt der ist. Keine Ahnung, der ist aber immer noch tipptopp. Also ich habe mir mittlerweile schon einen neuen gekauft. Aber da gibt es Farbunterschiede. Dazu habe ich meine ganze Story gemacht. Ich glaube, irgendwann im Sommer. Genau. Und was ich noch neu entdeckt habe, und zwar in dem letzten, in dem Video Full Face Makeup Using Only Dolce & Gabbana Make-up, das verlinke ich euch hier oben. Dieser Concealer ist krank gut. Also wirklich, der ist
wow, der ist Full Coverage, aber der macht einen richtig geilen Effekt so. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das so trotzdem frisch war auf der Haut. Zwar so deckend, cremig so, ne, aber hat trotzdem einen tollen Effekt gemacht, ohne dieses krass pastig und alt auszusehen. Das macht zum Beispiel der Tarte Shape Tape Concealer bei mir. Das macht der zum Beispiel nicht. Und was ich auch sehr gerne benutzt habe über das Jahr, ist von Dior die Forever Skin Correct. Das sind die und da mische ich zwei Farben. Also wir haben hier jetzt eine ganze Variation. Also ich glaube, die kennt ihr echt schon ziemlich gut bei mir. Die benutze ich ja regelmäßig. Machen wir einfach mal das, weil ich die auch sehr gerne benutzt habe. Einmal der Dolce & Gabbana. Und der Correct, ja, also ihr könnt das wirklich mischen mit eurer Tagespflege. Dann habt ihr eine super leichte Foundation oder ihr nehmt das halt als Concealer oder wirklich als Foundation. Aber das ist halt wirklich richtig, richtig dolle pigmentiert. Also ihr braucht nur ganz wenig davon. Das arbeite ich dann eigentlich einfach nur mit dem Schwamm so aus. Zusätzlich, dass einfach nochmal die Haut ebenmäßig gemacht hat, finde ich total klasse. Auch die Farbe passt so, so gut. Und jetzt hier die Dior-Seite. Wie gesagt, da mische ich 0N und 1W. Ich würde sagen, Dior ist ein bisschen frischer so und leichter und das ist ein bisschen fester, so leicht, also noch ein bisschen cremiger so. Aber ihr könnt sehen, was beide für einen tollen Effekt machen. Also hier, ja, so bei Concealern rotiere ich tatsächlich öfter und das sind die, die ich total gerne mag. Ja, bei Puder habe ich keine neue Errungenschaft, gebe ich zu. Also mein Concealer setze ich immer noch mit dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Puder und das ist immer noch mein erster. Also ich habe den jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre und das Ding geht einfach nicht leer. Also ich bin ja sowieso so weniger ist mehr und ich baue gerne auf und deswegen habe ich auch super viel immer von meinen Produkten. Also ich werde nicht so schnell gehen, durch die Produkte, natürlich auch durch die Massen, die ich habe, rotiere ich auch sehr viel und so, ne? Aber trotzdem, das ist halt immer ein Puder, was ich immer benutze. So, ich nehme immer gern so einen Pinsel hier, dieser ist von Letizia Lemark, der N11. Und dann presse ich das Puder so schön in meinen Concealer rein. Das ist ein Puder, damit kann ich auch Touch-Ups machen, also ich kann das einpacken und wenn ich dann über den Tag einfach öliger werde, so mit so einem Pinsel ein bisschen abpudern, ohne dass ich so krass das Make-up schichte, also dieses cakey werden, das macht das Puder bei mir nicht, deswegen liebe ich das so, weil es auch so schön leicht ist. Es mattiert, wie ihr sehen könnt, direkt einen Unterschied, es macht schön ebenmäßig, aber ohne, dass es gleich so alt, also im Sinne von so total ausgetrocknet ausschaut. So, ich habe mal mit meinem Augen-Make-up weitergemacht. Ich habe nochmal Vinum und Infernum genommen und habe mir einen schwarzen Keil in die Wasserlinie gegeben und habe mir hier so einen leichten Lidstrich gezogen, aber auch nur, weil ich Lashes aufkleben werde. Mein restliches Gesicht sette ich mit meinem Lieblingspuder und zwar ist es von Suku, das Oil Rich Glow Loose Powder. Das ist zurzeit irgendwie nicht auffindbar. Keine Ahnung, ob die das auch überarbeiten, ob die das aus dem Sortiment nehmen oder ob es einfach gerade nur ausverkauft ist. Ich liebe dieses Puder, weil es meine Haut nicht austrocknet, aber es macht es ebenmäßig und gibt mir trotzdem so einen Glow, wie der Name schon sagt. Oil Rich Low Glow Loose Powder. Ich habe dieses Jahr nicht viel mit Highlighter und Bronzern rumexperimentiert, deswegen habe ich da nichts, aber bei Blush ehrlich gesagt auch nicht so sehr, aber ich habe einen Blush, zu dem ich trotzdem ab und zu gegriffen habe. Ihr könnt sehen, mein Gesicht ist mattiert, das ist ebenmäßig, aber ich habe trotzdem noch Glow im Gesicht. Das liebe ich an diesem Puder. Eine Palette, die ich gar nicht so lange habe, und zwar habe ich die in meiner Beauty Bay Kooperation entdeckt. Da durfte ich mir Produkte aussuchen und da dieser Blush mir sehr gut gefallen, und zwar von Joyeux. Und hier ist dieser orange Blush drin. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das, wobei das wirklich sehr krass schimmernd ist und extrem stark pigmentiert. Ich wünsche, es wäre nicht so stark pigmentiert, ein bisschen softer, weil ich finde, man muss so extrem aufpassen und ausblenden, damit es nicht zu krass ist. Also ihr könnt sehen, wie schimmernd letztendlich dieser Blush auch ist. Das ist schon krass halt so, ne? Aber es ist eine tolle Farbe, wie ich finde. Das ist mal was ganz anderes. Also klar, man kennt so dieses Peach und leicht Orange, aber das ist halt wirklich so eigentlich Orange mit Gold, was ich halt voll geil finde irgendwie. Was ich aber noch super gern benutzt habe, ist von dieser Hourglass Palette, und zwar Ambient Lightning Added Ghost in dieser Palette. Wobei, diesen Bronzer habe ich echt oft benutzt dieses Jahr. Das ist so ein sehr leichter, gibt wenig Farbe ab, aber mit so einem Schimmer, wisst ihr, so ein Glow, also eigentlich perfekt so für so eine Base. Aber diese zwei Blushes finde ich total klasse. Bei dem war ich am Anfang so, boah, oh, ich weiß nicht, aber die sind so soft, diese Puder, dass ich verliebt in diese Farbe bin. Und dieses Rosa ist auch ziemlich nice. Also ich werde das hier auftragen. Und sehen, es gibt direkt Farbe, aber nicht so, pff, so richtig krass, wisst ihr, wie ich meine?
Das ist schon ziemlich cool. Obwohl ich keinen Highlighter trage, könnt ihr sehen, wie glowy die ganze Base jetzt durch die ganzen Produkte ist. Also man könnte hier jetzt echt Job sagen, aber man könnte hier trotzdem noch einen Highlighter auftragen, was ich so grundsätzlich gerne mache. Auch dieses Jahr habe ich nicht so viel mit Augenbrauen rumexperimentiert. Ich liebe den Hourglass The Arch Sculpting Brow Pencil oder so. Der ist auch gerade raus. Also Hourglass hat den komplett weggenommen. Nicht auf Douglas, nicht auf, also wie die ganzen Shops alle heißen, nicht mal auf Hourglass auf der Seite. Also keine Ahnung, ob die das überarbeiten, ob die das rausnehmen, aber ich war schockiert. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr trotzdem diesen Stift öfter benutzt, weil ich mein Hourglass aufgebraucht hatte. Ich hatte mir zwar ein Backup gekauft, ich weiß nicht, wo der rumschwirrt, aber ich dachte, ich brauche den jetzt erstmal auf. Das ist der Kevin Kwan The Precision Brow Pencil in der Farbe Dark Brunette. Das ist wirklich so ein super kleiner Stift. Ich mag die, also ich mag die Farbe und ich mag die feine Mine. Ich mag, dass es nicht zu weich ist und nicht zu hart. Also es gibt die perfekte Farbabgabe. Das ist die perfekte Farbabgabe. Ich mag Stifte nicht, die zu wachsig sind oder zu weich, die so buff und dann so rumkleben. Also es gibt so viele Augenbrauenstifte mittlerweile auf dem Markt, aber ich bin da super picky in dem, was ich persönlich mag. Und was ich dann total gerne benutzt habe, ist von Lime Crime. Bushy Brow Strong Hold Gel. Das hat aber Farbe und da habe ich die Farbe Smoky. Und damit bin ich eigentlich nur noch so durch meine Augenbrauen gegangen. Also eher so quick and easy. Es hat auch so ein schönes, feines Bürstchen. Eine Mascara, die sich für mich auch nicht verändert hat. Und zwar ist die Chanel Inimitable in Waterproof. Die hat eine Gummibürste und die ist so ein bisschen kegelförmig. Also vorne ein bisschen schmaler und hinten ein bisschen breiter. Und die passt für meine Wimpern wirklich richtig, richtig gut. Lashes habe ich getragen, doch. Und zwar einmal die von Charlotte Tilbury. Das sind so halbe, also die klebt man sich so hier auf und dann hat man da so einen Wing. Meine sind leider aus, weil, ja, keine Ahnung, die habe ich jetzt alle tot getragen. Und die waren bei Cult Beauty voll lange ausverkauft. Das wären einmal die. Dann hat Naomi John, eine YouTuberin, Lashes rausgebracht. Und zwar in Zusammenarbeit mit Melody Lashes. Und da mag ich die Richtung Chili total gerne. Das sind nämlich die, die sind so ein bisschen, ja, separiert, ein bisschen cooler Style, weicht mal von den anderen ab. Ich lasse jetzt einmal kurz sitzen und trocknen. Was ich auch für mich entdeckt habe, sind einzelne Wimpern und da eignen sich die von Adele, finde ich, richtig gut. Die sind nicht so teuer, man kann damit viel machen, viel arbeiten. Also das finde ich total cool. Ich hatte richtig viele da, die habe ich dann so im Sommer schon oft benutzt und dann habe ich mir nochmal Backups gekauft. Also ich habe hier auf jeden Fall irgendwo nochmal einen Haufen von den einzelnen Lashes. Das macht nämlich auch nochmal einen richtig geilen Unterschied. Das sieht nochmal natürlicher aus und so, aber es ist auch ein bisschen komplizierter zu kleben. Das sind die Lashes, wenn sie kleben. Also ihr könnt sehen, die sind so voll so und dann halt diese Gaps so dazwischen. Ich finde das voll geil. Deswegen habe ich jetzt auch so einen grafischeren Look genommen mit so einem richtig scharf, mit so einer scharfen Kante. Normalerweise mag ich es immer so ein bisschen hier ausgerauchter. Aber ich dachte gerade für die Lashes, finde ich, eignet sich einfach so was Grafischeres und so. Finde ich voll cool. Eine Lippenkombination, die ich erst vor ein paar Monaten, ja, keine Ahnung, im Dezember, glaube ich, entdeckt habe. Auch in dem Deutschland Gabbana Make-up-Video. Aber das war gleich so, buff. Und seitdem trage ich das total gerne. Und zwar ist es der Lip Liner von denen in der 1. Das ist der Lip Liner, den blende ich dann aus und dann nehme ich den The Only One Seductive, also den The Only One Lippenstift in der Farbe Seductive Nude. Das ist so ein richtig krasses Nude. Das einzig Doofe an dem Lippenstift ist, der hat so einen richtig ekligen Geschmack. Und dann habe ich noch ein Face Spray und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Das hat gleich so buff, Klick gemacht. Und zwar ist es von Hourglass, das Veil Soft Focus Setting Spray. Das macht aber auch so einen Glow-Effekt, ne? Allein schon dieser Mist ist so großartig. Guckt euch mal diesen Effekt an. Das sind meine Favoritenprodukte von 2020. Also ihr könnt sehen, die Sammlung war jetzt ein bisschen kleiner, ein bisschen komprimierter. Ein paar Produkte kannte man schon, aber das ist das, was ich jetzt die meiste Zeit wirklich gegriffen habe, wenn es schnell gehen musste. Produkte, auf die ich immer vertrauen kann. Ich würde von euch gern eure Favoriten wissen. Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Ich bedanke mich dafür. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.